Genau richtig, beim Cryptopia Coin Summit. Heute geht es um Sicherheit und Vertrauen bei Kryptowährungen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade wenn du jetzt ein bisschen tiefer im Kryptospace drin bist. Hilft ja nichts, wenn du jetzt, keine Ahnung, viele Hunderttausend auf der Wallet hast, die aber nicht sicher sind. Gerade jetzt im Zuge der nächsten Jahre vor allem, wenn Kryptowährung immer mehr ein Thema wird und immer mehr Leute, auch Leute, die Geld klauen wollen, darüber Bescheid wissen. Das heißt, es ist super wichtig, dass du weißt, wie du deine Kryptowährung absichern kannst. Und ja, dafür habe ich jetzt Marco dazu geholt oder Marco hat mich dazu geholt und wir reden ein bisschen über das Thema. Hallo Alex, danke Hi. für die Einladung. Ja, also, Genau. Und ja, genau. Ich würde sagen, lass uns mal noch ein, zwei Minuten warten, weil einige kommen vielleicht gerade erst und haben sich gerade ihren Kaffee eingeschenkt und so weiter. Miss Krypto, boah, ich kann es nicht aussprechen, sagt mein Moin, hallo, mein Moin zurück. Miss Cryptolicious, schön, dass du wieder da bist. Delicious, ja, sehr schön. Genau, kommt erstmal rein, schreibt mal ganz kurz in den Chat, ob ihr uns sehen und hören könnt. Oh, jetzt sehe ich gerade, es ist gerade ein Sprung passiert, auf 71 sind gerade drin. Also scheint alles zu funktionieren. Wir sind live in den Kanälen drin. Ja, ich würde vorschlagen, lass uns starten. Super Alex. gerne. Ja, also es geht jetzt heute in diesem Workshop speziell um das Thema Sicherheit bei Kryptowährungen. Und bei Sicherheit, das kann man ganz komplex denken. Ja, klar, da kann man verschiedene Systeme, Hardware-Wallets und so weiter machen. Man kann es aber auch relativ einfach denken. Und warum, und das ist jetzt die wichtigste Frage eigentlich, warum ist jetzt ausgerechnet der Alexander und der Marco dazu geeignet, was über dieses Thema zu erzählen? Und dafür möchte ich ganz gerne mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Ich selbst bin ja schon seit 2016 in Kryptowährungen investiert und habe in der Zeit auch verschiedenste ja, Wallets, verschiedenste Kryptowährungen und so weiter gehalten. Und 2018, und zwar genau am 20.01.2018, habe ich an dem Tag übrigens einen Workshop gegeben, allerdings einen vor Ort in Chiang Mai war das damals. Da saßen so 30 Leute mit im Café drin und haben halt gewartet, dass es jetzt gleich losgeht. Und da kam einer der Workshop-Teilnehmer rein und meinte so: Marco, hast du schon gehört, IOTA wurde gehackt? Und ich so: Wie, IOTA wurde gehackt? Und der so: Ja, da gab es wohl einen Hack auf IOTA und ist wohl ganz viel Geld verschwunden. Und ich dachte mir so: Oh Gott, ich habe lange nicht mehr drauf geguckt auf meinem Wallet und habe in dem Augenblick, also während wir da quasi in den Vorbereitungen zum Workshop waren, habe ich mein IOTA-Wallet mir mal angesehen, tatsächlich. Uns wurden, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber so 50.000 IOTAs oder sowas gestohlen. Und das hatte insgesamt einen Wert von 110.000 Euro zu diesem Zeitpunkt. Und ich weiß ganz genau, ich kann mich nämlich erinnern, dass der Höchstpunkt war aber eigentlich, also bei IOTA, im Dezember 2017 oder so. Und da war es sogar eine Viertelmillion Euro wert. Also ich habe damals noch alles in Euro mir angesehen. Heute schaue ich immer in Krypto-Dollar, weil es einfach viel einfacher ist. Aber damals habe ich noch die Daten in Euro gesehen. Und ja, das war weg. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir erstmal diese Nachrichten, die da kamen, durchgelesen, habe sofort verstanden, woran es lag und habe ein kleines Video aufgenommen und bei Geldhelden hochgeladen. Das ist, glaube ich, mit eines der ersten Videos, die ich da hochgeladen habe. Und habe einfach mal ge gesagt, also quasi eine Warnung in die Welt rausgegeben, ja, was da passiert ist, auf was man achten soll, dass man vielleicht sein Geld jetzt vom Wallet runterholen soll und so weiter. Und ja, das hat auch sehr, es kam also relativ gut an. Also es hat viele Menschen, ja, haben sich bedankt, dass sie halt rechtzeitig ihr Geld retten konnten. Und ja, jetzt ganz kurz, was ist da passiert? Und zwar, IOTA war so neu und naja, man kann schon sagen, relativ chaotisch am Anfang, wie das alles gestartet ist und so weiter, dass es noch keine Möglichkeit gab, diesen IOTA Key per Tool irgendwie sich erstellen zu lassen. Sondern man musste den wirklich, das waren 81 Stellen, sich selbst einfallen lassen. Und dann hatten die noch Restriktionen, das heißt, man durfte nur bestimmte Zahlen, bestimmte Buchstaben, nur Großbuchstaben benutzen und so weiter. Das heißt, viele waren etwas überfordert oder zu faul wie ich, das zu machen
Und ja, dann googelt man halt, wie man das so üblicherweise macht, und sucht nach einfachen Lösungen. Und eine so eine einfache Lösung hat man dann gefunden. Das sah auch wirklich alles sehr professionell aus, wie von IOTA und IOTA Key oder sowas hieß. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da kann man sich so random, wie bei Bitcoin-Adress heutzutage, kann man sich so random so eine Adresse erstellen lassen. So, was die gemacht haben, ist aber, die haben diese Adressen natürlich gespeichert vorher. Ja, das heißt also, man konnte das zwar erstellen lassen, aber die haben die Adressen gespeichert, sodass sie auch die Adressen hatten. Das heißt also, es war schon deine Adresse, dein Wallet, alles toll, aber irgendwann sind die auch daran gekommen. Und ja, ich meine mich zu erinnern, dass ich diesen Key sogar noch geändert habe. Ich habe da noch ein paar Stellen ausgetauscht, aber nichtsdestotrotz wurde dann dieses Wallet leergeräumt. Und ja, die Frage ist eigentlich, was habe ich da falsch gemacht? Also erstens, ich habe da nicht richtig hingesehen. Ja, ganz klar. Zweitens, das war ein viel größerer Fehler. Ich hatte meine gesamten IOTAs auf einem einzigen Wallet. Hätte ich zu diesem Zeitpunkt schon den Sicherheitsgedanken gehabt, den ich jetzt habe, ich habe nämlich, keine Ahnung, ich kann es kaum noch zählen, aber mindestens 100 Wallets, ja, wo ich immer wieder, vor allen Dingen, wenn größere Summen kommen, das Ganze verteile auf mehrere Wallets, ja, dass ich nicht den Fehler mache, weil Fehler passieren immer, ja, und ich rechne immer damit, dass auch mal wieder ein Wallet geknackt wird, irgendwie Geld wegkommt, aber wenn du, ich sag mal, nur ein Wallet hast und das wird gehackt, wie in dem Fall, dann ist alles weg. Wenn du aber 10 Wallets hast und eins davon wird gehackt, dann hast du immer noch 9, ja, und dieser Gedanke, jetzt habe ich über 100 oder noch mehr, wenn da einer gehackt wird, dann gehen halt 1% verloren, ja. Also das ist schon mal so ein Sicherheitsgedanke, den ich daraus gelernt habe, einer dieser Fehler, den ich nie wieder machen werde. Und der zweite Fehler war letzten Endes, ich sage jetzt mal den Unterschied zu Bitadress, was genau dasselbe Tool war für Bitcoin, wie dieses Tool, was ich für IOTA benutzt habe, das habe ich auch vorher schon immer offline genutzt. Das heißt, ich habe mir diese Webseite runtergeladen, bin dann aus dem Internet rausgegangen, habe dann meinen Key erzeugt und habe diesen Key genommen und dann quasi so ein Paper Wallet gemacht. Wir kommen nachher noch später dazu, wie du das auch machen kannst, wie das genau funktioniert und so weiter. Und bin dann erst wieder, nachdem ich es gespeichert und nicht mehr auf meinem Computer hatte, sondern auf einer Festplatte, wieder online gegangen, sodass mir das keiner stehlen kann. Das sind so die zwei Dinge, die ich gelernt habe. Lieber offline die Sachen machen als online und vor allen Dingen auf viele, viele Wallets verteilen. Genau, soll ich da ein bisschen einhaken oder? Ja, es wäre nicht schlecht. Also die Frage ist jetzt, bisher war es ja immer so bei Banken, dass wenn sowas passiert wäre, hätte ich jetzt zu einer Bank gehen können. Genau, ja, das ist ja eigentlich der sehr, sehr wichtige Punkt bei Kryptowährungen, dass man eben seine eigene Bank ist und dass man keine zentrale Instanz hat, die eigentlich alles kontrollieren kann. Und das ist auch so ein, also viele Leute haben jetzt ihre Kryptowährung auch auf Exchanges liegen und geben damit natürlich auch die schwere Aufgabe ab, sage ich mal, sich darum zu kümmern um die Sicherheit, weil dann kümmern sich die Exchanges um die Sicherheit. Kann man auch durchaus machen, denn die meisten Bitcoins, die jetzt verloren gegangen sind, wurden nicht durch Diebstahl oder so verloren, sondern dadurch, dass Leute ihre eigenen Private Keys vergessen haben. Und genau, das heißt, aber da hat man eigentlich auch wieder dann so eine Bankenfunktion, weil man gibt diese nicht nur die Verantwortung, sondern auch ein bisschen die Macht, die man über seine eigenen Währung hat, damit auch ab. Und es ist nirgendwo so einfach, seine eigene Bank zu sein wie bei Kryptowährungen, denn es braucht eigentlich nur eine Hardware-Wallet und oder generell eine Wallet. Und wenn man die komplette Kontrolle darüber hat, ist man die einzige Person, die seine Währung bewegen kann. Das kann einem niemand verbieten, egal wo ich jetzt auf der Welt bin. Solange ich der Einzige bin, der Zugriff auf meine Wallet hat, gehört alles, was darauf ist, direkt mir. Es gibt keinen anderen Zugang dafür. Und ja, das ist eine unglaubliche Möglichkeit, die man auch, glaube ich, so immer im Hinterkopf haben muss, was für eine krasse Möglichkeit man eigentlich damit hat, seine eigene Bank zu sein und auf niemanden anderen vertrauen zu müssen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Kryptowährungen so wertvoll macht, dass man eben sagt, okay, das Vertrauen lege ich nicht in eine staatliche in einen Staat, in eine Institution, in irgendwas, sondern in diesen Algorithmus, der dahinter steckt.
Und dem kann ich vertrauen, weil er komplett einsehbar ist, weil Leute, die viel schlauer und kompetenter sind als ich, das einsehen können und Open-Source-mäßig sagen können, ach, okay, ich gucke mir das jetzt ganz genau an. Und weil es eine Community gibt, die das praktisch für mich prüft. Und genau, das heißt, ich muss eben nicht... Ja, gerne, sehr gerne. Und zwar, das ist sehr schön, dass du das sagst. Also auf der einen Seite gibt es da eben niemanden mehr, den man fragen kann. Also ich habe meinen Private Key verloren, kriege ich mein Geld zurück? Nee, es geht nicht mehr. Auf der anderen Seite ist aber alles in der Blockchain transparent sichtbar. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu meiner Geschichte zurück. Und zwar wurde dieses Jahr, also besser gesagt schon letztes Jahr, wurde derjenige, der das damals gemacht hat, dieser, ich sag mal, Verbrecher oder dieser Dieb, der wurde gefasst. Und es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis der überführt wurde nach London, genau gesagt. Das ist dieses Jahr passiert und er hat dieses Jahr eine Gerichtsverhandlung in London. Die läuft, glaube ich, noch. Und es besteht jetzt, also die Gläubiger, also diejenigen, die halt Geld verloren haben, auch ich, wir hatten die Möglichkeit, uns dann dort zu melden bei diesen bei der Polizei, bei der Londoner Polizei sozusagen, die das machen. Und es besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass wir gegebenenfalls unser Geld zurückbekommen. Warum? Weil natürlich ganz genau, ganz klar sichtbar ist, in welchem Moment hat er eingegriffen, auf welche Wallets hatte er Zugriff. Und wenn er dieses Geld nicht ausgegeben hat, also es wird wahrscheinlich so sein, dass nicht mehr 100% des Geldes verfügbar ist, aber lass mal noch 80% oder 50% davon verfügbar sein, dann wird das natürlich zu gleichen Teilen auf die Gläubiger entsprechend verteilt, die dann noch was offen haben. Und das ist jetzt so die Hoffnung von mir, von meiner Seite, dass es wiederkommt. Ich sag mal so, ich erwarte nichts, aber falls was kommen sollte, bin ich mega happy. Das heißt, das ist wieder die andere Seite. Da gibt es noch so eine zweite Story, das war, glaube ich, wo in der im sogenannten Darknet so die ersten illegalen Shops geschlossen wurden und die Polizei dann die Hardware-Wallets, was du gerade gesagt hast, kommen wir auch gleich noch dazu, was das ist, beschlagnahmt wurden. Und dann hieß es plötzlich, ja, wir haben so und so viel Bitcoins beschlagnahmt, was riesige Summen waren damals, auch jetzt, also heute natürlich noch größere Summen sind. Und wo dann während derjenige, der dann verurteilt wurde und im Gefängnis saß und so weiter, waren plötzlich diese Bitcoins weg. Also die sind einfach von dem Wallet verschwunden, nanu. Und das ist dieselbe Story, weil derjenige, der natürlich den Private Key hat, also derjenige, der im Gefängnis saß, hat wahrscheinlich den Private Key oder wo dieser Private Key liegt, irgendwie rausgeschmuggelt bei einem Besucher oder so weiter, weggegeben. Und dann konnte man einfach auch von dieser Hardware-Wallet, das ist völlig egal, konnte man einfach das Ganze runterziehen. Und das ist halt so der Trugschluss. Also auch da müssen jetzt Behörden erstmal anfangen, mit umzugehen, dass wenn sie jetzt Geld beschlagnahmen, dass das noch lange nicht heißt, dass sie das Geld beschlagnahmt haben. Ja, solange du deine Private Keys eben sicherst, was wir auch wo wir gleich darauf eingehen, wie man das gut machen kann, und du den Zugriff darauf hast, dann könnt ihr Leute ja vielleicht die Bitcoins oder das Wallet oder dein Computer klauen oder so, aber du hast immer noch Zugriff auf über dein Private Key auf dein Geld. Ja, das ist wieder die andere Seite der Medaille. Genau, und was vielleicht noch ganz wichtig ist für den Einstieg, ist auch zu wissen, okay, die Bitcoins sind, jetzt Bitcoins einfach zum Beispiel, sind nicht auf der Wallet, sondern nur der Zugang, der Key, der Schlüssel ist auf der Wallet. Und, und die Wallet kann auch signieren, das ist auch noch ein wichtiges Feature, da gehen wir, glaube ich, auch gleich drauf ein. Aber es ist nicht so, dass, dass man die Währung auf der Wallet hat und wenn die Wallet weg ist, dann sind die Bitcoins irgendwie verschwunden, sondern die bleiben immer auf der Blockchain, wo sie auch hingehören. Anders geht es ja auch eigentlich gar nicht. Und genau, man kann sich sozusagen über die Wallet als Schlüssel einklinken. Genau. Ja, und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Wir würden jetzt ganz gern mal so vier Möglichkeiten, also vier Schritte aufzeigen, wie man das jetzt halt eben sichern kann. Wir haben ja festgestellt, die Bitcoins, die liegen ja eigentlich in der Blockchain. Das heißt, du musst deinen Zugang dahin sichern, ja. Und dein Zugang, es ist im Grunde so ähnlich wie mit deinem Konto, deine Kontonummer, ja, die ist halt sichtbar, also mit auf einer Bank. Und der Zugang dazu ist meistens nur ein vierstelliger Code, ja, nämlich mit deiner Kreditkarte am Automaten. Und in der Blockchain-Welt sind die Codes länger. Und
die kann man sich auch nicht einfach so merken. Ja, also man kann nicht einfach sich einen 81-stelligen Code merken und das dann auch noch von 100 Wallets. Hier kam schon eine Frage, ne? Sind das auch mit verschiedenen Passwörtern gesichert? Natürlich. Und wie geht das überhaupt? Und da kommen wir jetzt, wie schafft man es? Also mal unabhängig jetzt von Kryptowährung und so weiter. Ihr seid ja alle in ganz vielen verschiedenen Plattformen, bei Facebook, Twitter, also die ganzen sozialen Medien, dann auf irgendwelchen Webseiten, in irgendwelchen Newsportalen und so weiter. Ihr habt ja überall Accounts da. Und diese Accounts, die werden wiederum mit Passwörtern geschützt. Genauso habt ihr verschiedene Apps und so weiter, Software, die ihr benutzt. Ihr habt ja so schon diese Herausforderung ohne Kryptowährung, dass ihr hunderte oder tausende Passwörter eigentlich euch merken solltet. Denn eine Regel ist, benutze niemals, wirklich niemals, zweimal dasselbe Passwort. Denn es ist immer irgendwo eine Seite dabei, kaufen dann tonnenweise, also im übertragenen Sinne, also millionenfach, zum Beispiel E-Mail-Adresse in Kombination mit einem bestimmten Passwörtern im Darknet, die kann man sich dann kaufen. Und was machen diejenigen, die es kaufen? Die lassen dann einfach Bots laufen und testen einfach auf interessanten Plattformen, zum Beispiel bei bitcoin.de oder so, ob nicht die Kombination E-Mail-Adresse und Passwort auch dort geht. Falls sie auch dort funktioniert, habt ihr Pech, ja, dann verliert ihr wahrscheinlich euer Geld. Und wie schafft man es aber jetzt? Und da kommen wir eigentlich zu dem Kernstück, was jeder im Zeiten, im digitalen Internet-Zeiten, in Blockchain-Zeiten und so weiter wissen sollte und anwenden sollte, nämlich nutzt eine Passwortphrase. Klingt total kompliziert, ist aber total einfach. Ich mache es mal an einem Beispiel. Ihr nehmt ganz am Anfang, also ihr entwickelt Passwörter, die ihr aufgrund eines Gesetzes sozusagen immer herausfindet, aber nur ihr alleine kennt das Gesetz. Ja? Das heißt, ihr müsst euch ein Gesetz überlegen, wie dieses Passwort aufgebaut ist, und nur ihr alleine wisst, wie sind die Regeln davon. Und es könnte zum Beispiel so aussehen. Ihr startet am Anfang mit 6 Zahlen. Die 6 Zahlen, das könnte zum Beispiel das Geburtsdatum deines Hundes sein oder deiner Großmutter oder sowas. Also sollte nicht dein eigenes sein, weil ein Geburtsdatum rauszufinden ist heutzutage leider auch nicht mehr so schwer, seitdem eben Facebook gehackt werden kann und so weiter. Das heißt, ihr überlegt euch diese Zahlen, vielleicht dreht ihr sie sogar um oder ihr tauscht sie aus. Aber wie auch immer, ihr habt 6 Zahlen, die man sich merken kann, weil, ah ja, das ist das Geburtsdatum meiner Oma, weiß ich, irgendwann weiß ich das. Ja? Das macht ihr immer vorne dran an das Passwort. Hinten dran überlegt ihr euch irgendein Wort. Ja, das könnte zum Beispiel, ja, bleiben wir mal wieder bei den Haustieren, der Name meines Haustiers sein. Das Wichtige ist aber, dass ihr in dem Namen Sonderzeichen verwendet. Zum Beispiel, bleibt man mal bei Hase oder sowas, dann könnte das A ein Ad sein und das E könnte ein Eurozeichen sein. Ja? Das heißt, ihr müsst euch nur merken, was sind die 6 Zahlen am Anfang? Das heißt, ihr habt Zahlen in dem Passwort. Was ist das Wort am Ende, sind die 2 Sonderzeichen? Das ist vielleicht das E als Euro und das A als Ad oder die 1 als Ausrufezeichen, wie auch immer. Jetzt habt ihr euch schon die 2 Dinge gemerkt. Und in jedem Passwort ist das immer gleich. Ihr habt vorne die Phrase, hinten die Phrase. Und in der Mitte packt ihr etwas rein, was einen Bezug hat zu der aktuellen Webseite zum Beispiel. Ja, wir sind jetzt hier bei cryptobia.cash. Könntet ihr zum Beispiel sagen, ich nehme immer die ersten 3 Buchstaben von der URL. Oder ich nehme die letzten 3 Buchstaben von der URL, den Punkt und das .org jetzt in dem Sinn. Also zum Beispiel, das wäre den.org. Wie auch immer, überlegt euch irgendwas. Vielleicht nehmt ihr auch das ganze Wort. Vielleicht nehmt ihr auch immer nur das halbe Wort. Dann sind es auch immer unterschiedlich große Passwörter. Überlegt euch eine Regel dazu. So, und wie müsste jetzt das Passwort heißen von cryptobia.cash, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es die letzten 3 Buchstaben sind, der Punkt und danach das .de beziehungsweise in dem Fall .org. Alex, wie müsste das Passwort lauten für cryptobia.cash? Boah, ich habe dazu nicht genug aufgepasst, was hätte mir eigentlich mitschreiben sollen. Also ich konnte dir folgen, aber ich habe es mir nicht bildlich genug vorgestellt.
Du könntest vielleicht nochmal die Regeln wiederholen, dann kann ich es mir schnell aufschreiben. Also am Anfang stehen 6 Zahlen zum Beispiel, von mir aus 8 Zahlen. Ja, es könnte ein Geburtsdatum sein von irgendjemandem, den du kennst. Es könnte auch von mir aus ein besonderes Ereignis sein. Ja, an dem Tag, wo du deine Firma gegründet hast, an dem Tag, wo du ausgewandert bist oder an dem Tag, wo du die Frau deines Lebens kennengelernt hast. Also such dir irgendein Datum aus, was du dir merken kannst. Und das stellst du an Anfang. Ja, das sind, sagen wir mal, 8 Zahlen. Am Ende setzt du ein Wort, was du dir merken kannst. Ah, da hat schon. Ich mach's mal rein. Vielen Dank. 1, 2, 3, Likos. Genau, so könnte es aussehen. Am Ende hast du ein Wort, ja, das könnte zum Beispiel Hase sein, wo mindestens 2 Sonderzeichen drin sind. Also zum Beispiel das H ist ganz normal. Das könnte zum Beispiel groß geschrieben sein, das H. Das A ist ein Ad. Das S ist ganz normal. Und das E ist ein Eurozeichen. Ja, Hase. Also in dem Fall jetzt ist es klein geschrieben, aber du siehst, dass das Wort heißt Hase. Vorne am Anfang gibt es diese Zahlen und dazwischen, ja, gibt es dieses Elder, also quasi Held, also hier in dem Fall fehlt jetzt ein N, und dann .org. Ja? Und jetzt weiß ich, mein Zugang auf die Webseite ist immer gleich. Frage jetzt, okay, wenn es jetzt eine andere Webseite wäre. Ja, zum Beispiel ist jetzt das die Webseite ebay.de. Wie wäre es dann? Schreib mal rein. Wie könnte das Ganze bei ebay.de aussehen? Also am Anfang die 6 oder 8 Buchstaben, Zahlen. Am Ende ein Wort. Bleiben wir mal bei dem Hase. Genau, ich blende es mal ein. Sehr schön, vielen Dank. Genau, dann sieht es eben so aus, dieses Passwort. Und wenn ihr jetzt diese Geschichte nicht kennen würdet, schaut euch mal bitte dieses Passwort an. Wer zur Hölle kann sich das denn merken? Versteht ihr? Wir haben aus einer ganz einfachen Geschichte ein echt komplexes Passwort gemacht, was du mal nicht so einfach knacken kannst. Und jede Internetseite, jedes Wallet, jeder Zugang zu jeder Geschichte, die du hast, hat ein anderes Passwort. Und keiner, der diese Geschichte kennt von dir, der dieses Gesetz, diese Regeln kennt, kann jemals dein Passwort knacken. Auch nicht der intelligenteste Computer. Ja? Ich hoffe, dass das mal so ein bisschen gezeigt hat, wie man mit extrem einfachen Mitteln extrem sichere Dinge tun kann, die man sich extrem einfach merken kann. Also das kommt alles zusammen. Extrem sicher, extrem einfach, extrem also schwer zu knacken, sagen wir es mal so. Ja. So, wenn wir das jetzt mal als Grundlage nehmen, das ist jetzt so die Grundlage, wenn wir das wissen, Leute, nutzt eine Passwortphrase. Kommen wir jetzt zu den 5 Ebenen, wie ihr euren Private Key sichern könnt. Man hätte es eigentlich auch mal als Folie aufbauen können. Haben wir jetzt nicht. Vielleicht können wir das noch im Nachhinein machen. Ja, klasse, danke dafür, gerne. So, aber bitte, ja, behaltet das im Kopf, wie man gute Passwörter macht, weil jetzt kommen die 5 Stufen, wie ihr euren Private Key schützen könnt. Und zwar nutzt bitte alles aus, was ihr besitzt. Ich zum Beispiel schaue jetzt gerade in meinen Computer. Ich glaube, jeder von euch schaut jetzt gerade in den Computer oder in ein Smartphone rein. Natürlich ist dieser Computer mit einem Passwort geschützt. Mit welchen? Natürlich mit eurer Passwortphrase. Ja? Vielleicht hat euer Computer einen Namen, dann ist der Name dazwischen. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Modell, das und das Modell, dann ist dieses Modell dazwischen. Vielleicht ist es auch nur der 10. Mac, den ihr habt, dann ist es halt der 10. Mac dazwischen. Ja, das kann man sich merken. So. Da ist die erste Stufe. Das heißt, schützt eure Geräte. Macht es nicht so, dass man das Gerät aufklappen kann und man kann reingucken, ja, sondern schützt das Gerät. Ich denke mal, das hat jeder von euch sowieso gemacht. Das ist quasi die erste Stufe, wie man seinen Private Key schützen kann. Die zweite Stufe, die ist auf eurer Festplatte oder SD-Karte oder wo auch immer ihr euren Private Key abspeichern wollt. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, man kann das ja auch online abspeichern. Ich nutze unter anderem auch einen Cloud-Service, der auf Blockchain basiert
wo die Daten, die abgelegt werden, nicht zentral abgelegt werden. Das heißt, es werden Daten in der Blockchain abgelegt, aber immer nur Fragmente. Das heißt, nur wirklich ich mit dem Zugang dazu sehe die gesamten Daten. Sowas ist machbar. Ich würde euch trotzdem erstmal davon abraten und es erstmal physisch zu machen. Also nehmt euch eine Festplatte oder einen Stick oder eine SD-Karte oder sowas. Die kann man auch mit dem Passwort schützen. Ach, siehe da, habt ihr schon ein zweites Passwort. Das heißt also, erste Ebene ist euer Computer, zweite Ebene ist der Stick oder die Festplatte. Die dritte Ebene könnte ja der Ordner sein, in dem das drin liegt. So ein Ordner, den würde ich natürlich jetzt nicht so benennen, meine Private Keys von Bitcoin, sondern ich würde die eher so benennen, alte Fotos oder sowas, ja, oder was weiß ich. Also da kann man auch ein bisschen kreativ werden, sodass man nicht sofort da drauf kommt, Mensch, alte Fotos, ich will jetzt den Ordner öffnen. Also wenn man den Stick jemand findet, ich will den Ordner öffnen, der ist passwortgeschützt, dann überlege ich mir sofort, lohnt es sich, diesen Ordner zu knacken, wenn da alte Fotos drin sind. Ja, also das ist schon mal noch so eine psychologische Ebene. Ich denke mal, das wisst ihr auch, dass man nicht unbedingt das draufschreibt, was drin ist. Ja, da ist die dritte Ebene. Das heißt, ihr sichert den Ordner mit dem dritten Passwort. Jetzt brauche ich schon drei Passwörter. Dein Computer, deine Festplatte, also deine SD-Karte und den Ordner, die ich knacken muss, damit ich überhaupt sehe, wo deine Private Keys liegen. So, was sind überhaupt Private Keys? Also wie kann man die sich abspeichern? Natürlich erstmal irgendwie auf einem Papier. Also ihr könntet das hier so auf einem Papier schreiben. Das macht man auch ganz oft, dass man sich das einfach rausschreibt, diese Passwortphrase. Und man kann es abfotografieren. Dann ist es so eine Art Foto. Man kann es aber auch direkt digital zum Beispiel in ein Word-Dokument schreiben oder bei bitadress.org, so heißt das, kriegt man sogar richtige PDFs schon vorgefertigt, die man sich nehmen kann. Wie gesagt, offline produzieren, nicht online. Und dieses PDF, das kann man auch mit einem Passwort schützen. Das heißt, man kann ein PDF nehmen. Ich weiß jetzt nur, wie es bei Mac funktioniert. Ich denke mal, bei PC ist es ähnlich. Du öffnest das PDF mit einem Doppelklick, gehst auf Datei, exportieren und sagst, wenn ich das exportiere, will ich, also bei mir heißt das, glaube ich, Sicherheitsstufe oder Sicherheit hinzufügen oder so, dann mache ich da einen Haken dran, dann geht nochmal so ein Fenster auf und dann kann ich ein Passwort eingeben. Das heißt, man kann das PDF mit einem Passwort schützen. Das wiederum speichert man dann ab und wenn man dann auf dieses PDF klickt, dann wird immer ein Passwort verlangt, um überhaupt das PDF zu öffnen. Vierte Stufe. Ihr habt den Rechner, ihr habt die SD-Karte, ihr habt den Ordner und ihr habt das PDF mit Passwort geschützt. Und jetzt kommt die letzte und die fünfte Stufe, die ich eigentlich am, das ist eigentlich so die größte Sicherheit, die ihr euch einbauen könnt. Und zwar, wenn ihr einen 81 Zeichen langen Private Key habt, zum Beispiel von IOTA, der ist halt 81 Stellen lang, dann tauscht doch verdammt nochmal zwei Stellen aus. Tauscht die, was weiß ich, die, zum Beispiel ihr habt Geburtstag am 12.7. irgendwie, dann tauscht doch die 12. und die 7. Stelle aus. Dann wisst ihr immer, oder wenn es diese Passwortphrasen sind, ja, dann tauscht das 12. und das 7. Wort miteinander aus. Ja, das wisst nur ihr, welche dieser beiden Wörter ihr ausgetauscht habt. Das Einfachste ist natürlich, also das würde ich als Hacker versuchen, das erste und das letzte oder das erste und das zweite. Das würde ich immer noch versuchen, aber danach, es sind so viele Möglichkeiten, was ihr da quasi ausgetauscht haben könntet, weil jemand, der jetzt wirklich diese vier Stufen knackt hat und den Private Key vor sich hat und den kopiert und versucht, eure Bitcoins zu klauen, der hat keine Chance, weil den gibt es nicht, den Private Key, weil das sind ja zwei Stellen vertauscht. Und das ist eine Sicherheitsebene. Wenn dann noch was passiert, Leute, dann ist es echt nicht eure Schuld. Also, dann habt ihr wirklich alles dafür getan, um eure Private Keys abzusichern. Und es gibt sogar noch eine sechste Stufe, die habe ich kurz zwischendurch erwähnt. Das muss aber jeder für sich selbst ausmachen. Und zwar, es gibt ja immer die Problematik, die Festplatte kann ja mal weg sein. Deswegen macht euch eine Kopie davon, von der Festplatte. Dann, es passiert hoffentlich nicht, dass zwei Festplatten zeitgleich kaputt gehen. Ja? Ich bin allerdings ein Fan davon, tatsächlich alles eher online abzulegen. Und informiert euch da aber vorher, wo ihr das machen könnt. Es gibt ganz, ganz wenige Stellen, wo noch nicht mal der Inhaber, also noch nicht mal das Unternehmen
was den Online-Speicher verwaltet, weiß, was auf dem Online-Speicher ist. Ja, ich kann nur flüchtig mal Mega erwähnen aus Neuseeland. Mega.nz, glaube ich. Ja. Die haben das so programmiert, dass es rechtlich unangreifbar ist. Also der Kim.com heißt er, glaube ich, der wurde tatsächlich in seinem Haus gefangen genommen. Also die haben den mit dem Hubschrauber sind die gelandet, haben ihn eingesperrt und so weiter, weil er vorher diese Plattform, die er gemacht hat, da wurden halt viele illegale Filme und so weiter, Upload, Download und es war ein Riesending und die Filmindustrie hat dann halt wirklich Gas gegeben und die haben ihn dann halt festgenommen. Und daraus hat er gelernt und ein Jahr später seine neue Plattform rausgebracht, 2.0 sozusagen, und hat das alles, man weiß halt nicht, ob es wirklich so ist, aber angeblich so gesichert, dass nicht mal er selbst weiß, was da drauf liegt. Und so kann ihm auch nicht vorgeworfen werden, dass er das quasi nicht verhindert hat. Weil er weiß es ja wirklich selbst nicht, was drauf liegt. Und er hat das auch mit einer Blockchain, glaube ich, gemacht. Also zumindest mit Krypto. Ich weiß nicht, ob mit Blockchain, aber er hat das so verschlüsselt, dass es nur derjenige sieht, der es nutzen kann. Und wie gesagt, dann habe ich noch, das kann ich euch auch gleich zeigen, ich habe jetzt leider zu, noch einen zweiten Dienst. Ah, hier. InterNXT, also wie Internet, nur eben statt einem E, einem X, also InterNXT Drive, so heißt das. Und die sind auf einer dezentralen Blockchain auch aufgebaut und es hat so eine ähnliche Funktion wie Google Drive. Man kann halt also seinen ganzen Computer quasi damit synchronisieren, aber eben dezentral und verschlüsselt. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich empfehlen kann. Das müsst ihr aber selber wissen. Informiert euch da bitte. Da kann ich, diese Arbeit kann ich euch nicht abnehmen. Bis zu der Stufe, dass ihr sagt, ich habe es auf meinem Computer, auf meiner Festplatte, auf meinem Ordner, in meiner gesicherten PDF und habe noch die Zahlen oder die jeweiligen Buchstaben ausgetauscht. Bis zu dieser Stufe, denke ich mal, habt ihr schon eine extrem hohe Sicherheit erreicht, die wirklich, also das ist schon fast unmöglich, das heutzutage zu knacken, sowas. Plus eure Keyword-Phrase natürlich nicht vergessen. Genau, das war es jetzt erstmal von meiner Seite als Empfehlung. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Ebene, auf der sehr, sehr oft empfohlen wird. Da muss man aber auch immer aufpassen, Leute. Es werden ganz oft im Internet Dinge empfohlen, wofür man Provision bekommt. Das heißt also, wenn es ein Affiliate-Programm gibt, empfehle ich doch lieber das Affiliate-Programm als irgendwas, was vielleicht viel besser ist, wo ich aber nichts davon habe. Wenn ich dazu zum Beispiel einen Blogbeitrag schreibe, ja. Das ist halt sehr, sehr oft der Fall bei sogenannten Hardware-Wallets. Und Alexander, du hast ja in dem Kurs, also für alle, die sich angemeldet haben, bei cryptopia.cash, ich blende das nochmal ganz kurz unten ein, die haben automatisch eine E-Mail bekommen mit dem Zugang zu einem kostenlosen Kurs zum Thema Kryptowährungen, wo ich ein bisschen was erzähle, aber eben wo der Maximilian Alexander auch einen ganz eigenen Kurs gemacht hat zu insgesamt 4 oder 5 Hardware-Wallets. Willst du da nochmal was dazu sagen, Alex? Sehr, sehr gerne. Soll ich jetzt erstmal allgemeinen Einstieg ins Thema Hardware-Wallets liefern oder? Ja, genau. Also erstmal, Marc hat ja schon sozusagen seinen eigenen individuellen Weg gezeigt, wie er seine Private Keys absichert. Der Standard ist aber oft ein anderer, dass man sagt, okay, wir verwenden Hardware-Wallets. Das heißt, Hardware, wir haben extra Hardware, extra Geräte, die nur für diesen Zweck geschaffen wurden, um gleichermaßen einen Zugriff darauf zu liefern. Das heißt, dass man die Kryptowährung, die man gespeichert hat, auch gut bewegen kann. Weil das ist das Problem, wenn ich sonst eine Wallet so erstellt habe, die sehr gut abgesichert ist oder eventuell auf Papier oder so etwas, dann ist es erstmal viel Arbeit, da reinzugehen, das zu bewegen. Und Hardware-Wallets sind da halt der perfekte Zwischenpart, um zu sagen, hey, ich kann darauf zugreifen, aber es ist gleichzeitig sehr, sehr sicher. Hardware-Wallets sind jetzt so aufgebaut, dass sie zwei Teile haben. Und das heißt, erst ein wichtiges, glaube ich, Unterschied zwischen Hot-Wallets und Cold-Wallets. Hot-Wallets sagt man, wenn etwas heiß ist, also wenn es mit dem Internet verbunden ist. Denn die größte Gefahrenquelle, der größte Zugriff kann natürlich aus dem Internet passieren. Ganz einfach, weil ein Internet ist ein Riesennetzwerk. Wenn irgendwelche Leute von irgendwo auf der Welt darauf zugreifen können, auf die
also die gehen ja nicht zu einem nach Hause und finden die Adresse aus und klingeln dann oder brechen ein, sondern die gehen meistens übers Internet. Und da ist die Gefahr am größten, weil es so viele Menschen gibt, die mit dem Internet verbunden sind, eben auch Hacker zum Beispiel. Und deswegen ist HOT, also wenn sobald es mit dem Internet verbunden ist, das sehr, sehr gefährlich. Und deswegen sollte man auch, hat Marco auch erwähnt, ganz, ganz wichtig bei all diesen Sachen, wenn ihr eure Passwörter absichert, wenn ihr euren Private Key aufschreibt, nie mit dem Internet verbinden. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, nie irgendwelche Kameras darauf richten, weil selbst die könnten mit dem Internet verbunden sein. Also wenn man da sehr paranoid drauf ist, was vielleicht auch dazu empfehlen ist, weiß ich nicht. Alle möglichen Daten können ja gesammelt werden. Das heißt, macht das vielleicht sogar so, dass ihr die Vorhänge zuzieht, keine Kamera drauf richtet, genau. Und die Hardware-Wallet ist halt ein ganz guter Kompromiss, weil es natürlich einfacher, wenn man mit den Kryptowährungen agieren möchte, dann braucht man natürlich auch einen Online-Zugang gewissermaßen, weil sonst kann man sich ja nicht in eine Blockchain einklinken und Transaktionen durchführen. Und die Hardware-Wallet besteht aus zwei Teilen und der erste Teil ist es nur für die Verbindung, das ist aber nicht derselbe Teil, wo die Keys drauf gespeichert sind. Und das ist eben der große Vorteil auch gegenüber jetzt einem normalen USB-Stick, auf dem man jetzt die Private Keys absichert. Und nochmal ganz kurz als Hintergrund, so ein Private Key ist natürlich relativ komplex und unübersichtlich und deswegen haben sich Leute relativ zu Anfang innerhalb der letzten Jahre überlegt, okay, wie können wir das Ganze einfacher machen, dass auch Leute besseren Zugriff auf ihre Private Keys haben, sich das besser merken können. Und dafür gibt es sogenannte Seeds, die funktionieren nach einem BIP-Standard oder BIP-Standard, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und aus ungefähr 3000 waren es, glaube ich, 3000 englische Wörter gibt es. Das ist so eine Liste, die ist auch öffentlich einsehbar. Einfach BIP 3000 Words irgendwas eingeben in die Richtung, dann findet ihr das. Genau. Daraus werden 24 ausgewählt und kombiniert. Und es ist klar, es gibt so viele Möglichkeiten, dass es eigentlich unmöglich ist, das gut zu knacken. Und dieser Seed, dadurch kann man einen Master Key generieren und daraus wieder Child Keys und Grandchild Keys. Das heißt, aus diesem Seed kann man verschiedene Private Keys generieren und Public Addresses auch und Bitcoin-Adressen und auch beispielsweise Ether-Adressen und so weiter. Und man hat dann nur den Zugang, also wer den Zugang auf den Master Key, beziehungsweise auf den Seed hat, der hat Zugang auf den Master Key und von da aus Zugang auf alle Adressen und so weiter, was da besteht. So macht man sich das Ganze halt deutlich einfacher. Und so funktionieren auch diese Hardware-Wallets. Das heißt, die hinterlegen praktisch diese Seed-Phrase. Das sind deswegen immer, wenn man jetzt eine Hardware-Wallet sich holt, wird man aufgefordert, also man bekommt die Wörter durchgegeben, diese 24 Wörter, die nach einer Zufallsgenerator erstellt werden und soll sie sich dann sichern. Und meistens werden dann so kleine Zettel mitgeschickt, wo 24 Stellen offen sind. Das heißt, man schreibt sich ein Wort für Wort das hin. Und ja, dann die Sicherheitsfrage verlagert sich also hin auf diesen Seed, auf diese 24 Wörter. Wie sichere ich die jetzt ab? Weil den Rest macht das Gerät für mich. Das Gerät sorgt dafür, dass ich genug Wallets habe. Ich kann da alle möglichen Währungen drauf speichern. Also selbst welche, die jetzt nicht so groß sind. Ganz, ganz viele Währungen sind ja eben ERC20-Token, die dann über Ethereum laufen. Die das nicht mittlerweile auch darauf abspeichern. Da gibt es sehr, sehr viele Anbieter für. Also Ledger ist der bekannteste mit dem Modell, mit der Wallet Ledger Nano S oder Ledger Nano X. Und genau, und die Frage ist dann nur, wie speichere ich jetzt diesen Seed, damit ich Zugriff auf diese Hardware-Wallets habe. Und ein Zettel ist natürlich jetzt erstmal nicht schlecht. Da ist auch wichtig, auf diesen Zettel ist nie mit Kugelschreiber so draufschreiben, sondern unbedingt mit Bleistift, weil Kugelschreiber, ein paar, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in der Kindheit Tagebuch geführt haben oder sowas und dann nochmal reingeguckt haben, werden es gesehen haben, Kugelschreiber kann verblassen. Jetzt gerade auch durch Lichteinstrahlung und so weiter. Das heißt, am besten mit Bleistift, weil der drückt durch und so kann man es auch, keine Ahnung, 100 Jahre später noch lesen. Das natürlich ist aber auch nicht ganz sicher, weil im Prinzip kann natürlich, dass dieser Zettel, kann Wasser drauf kommen, dann verwischt das, ist auch nicht gut. Deswegen gehen viele zu einem Steel Wallet über. Das ist wirklich eine Stahlplatte und man lässt sich diese Stahlplatte irgendwo zuschicken. Kriegt man auch für ja, 10, 20 Euro locker auf Amazon, am besten gleich mehrere.
Und man holt sich dann so ein Set zum Reinstanzen. Und dann stanzt man wirklich diese Wörter auf die Stahlplatte rein. Und ja, dann kann ein Feuer kommen oder was auch immer. Es bleibt immer auf dieser Stahlplatte drauf. Und jetzt kann man natürlich nochmal weiter auf Sicherheit gehen und sagen, okay, wenn es bei mir eingebrochen wird, im Moment, keine Ahnung, Schlagbuchstaben nennt sich das. Danke für den Hinweis. Genau, Aurik sagt, das nennt sich Schlagbuchstaben. Genau, wenn jetzt bei mir eingebrochen wird, im Moment weiß ich jetzt nicht, ob ein Einbrecher dann erkennt, hey, das ist ein Seed, den nehme ich mir jetzt mal mit, super geil. Aber in 10 Jahren denke ich durchaus, dass dann sich ein Einbrecher denken wird, hey, Jackpot, super cool, jetzt greife ich darauf zurück. Das heißt, dann kann man sich irgendwie fragen, okay, wie sichere ich das ab? Erstmal gibt es da Möglichkeiten zu sagen, okay, ich tarne auch das in irgendeiner separaten Box, einen Umschlag, oder ich lege das auf ein Schließfach oder so etwas. Und genau, ganz kurz, hier kommt von Miss Cryptolicious noch ein Kommentar rein. Alles schön und gut, wenn man den ersten Schritt nicht versteht. Was genau soll ich nochmal erläutern vielleicht? Ich könnte mal, vielleicht nützt das ja was. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm und würde mal ganz kurz zeigen, wie man eine Bitcoin-Adresse erstellt. Also ganz kurz. Sorry. Cryptolicious hat jetzt gesagt, siehe Frage oben, genau. Also lese ich vielleicht erstmal vor, bevor wir dazu übergehen, am besten. Okay. Und zwar, Miss Cryptolicious fragt, jetzt muss ich nochmal eine tolle Einsteigerfrage stellen. Wie ist der erste Schritt von beispielsweise Kauf bei Binance Pro, wenn es dann in die Wallet geschoben wird und wie geht es dann weiter? Genau, das ist die Frage erstmal. Genau, also ein Wallet. Das ist auch schon spannend, ne? Definition von einem Wallet. Im Grunde ist ein Wallet nur, wie kann man das jetzt so erklären? Ich zeig dir, wie man einen Papier-Wallet erstellt. Pass auf, ich zeig's dir. Also ich bin jetzt hier bei Bitadress. Halt, Moment, ich muss nochmal anschalten. Zack. Ich bin jetzt hier bei Bitadress. Das ist eine relativ einfache Sache. Wie gesagt, bitte macht das offline. Also ihr könnt auf Datei, glaube ich, und dann speichern. Seite speichern unter und dann speichert ihr euch das auf den Desktop und dann öffnet ihr das erst, wenn ihr vom Internet wieder weg seid. Ja? Und jetzt seht ihr hier die Seite. Es ist auf JavaScript, relativ einfach. Und jetzt könnt ihr hier die Maus bewegen. Und ihr seht, hier ändern sich irgendwelche Sachen und es zählt hier so eine Prozentzahl aufwärts. Ich kann auch klicken oder irgendwas, das Textfeld hier eintragen. Also egal, was ihr jetzt hier macht, es wird per Zufall so ein Key erstellt. Und dieser Key, hier steht es ja auch schon, erstelle ein Bitcoin-Wallet, ist im Grunde dein Bitcoin-Wallet. Das ist es jetzt. Ich habe jetzt gerade eben einen neuen öffentlichen Key gemacht, also quasi die Kontonummer erstellt und hier den neuen Secret-Key. Natürlich werde ich das niemals benutzen, weil es jetzt gerade öffentlich sichtbar ist, aber ich wollte nur mal zeigen, wie das funktioniert. Und das jetzt hier, das Ganze, ja, das kannst du jetzt hier mit Button einfach, das seht ihr jetzt nicht mehr, ja, oder seht ihr das noch, Alex? Den Print-Button sehe ich nicht, ich sehe weiter im Bit-Address, ich glaube, du musst dann auf okay. Gesamten Bildschirm teilen gehen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, das sieht genauso aus, es ist halt nur eine PDF, könnt ihr das quasi sichern und dann ihr eigentlich schon ein Wallet, das war es eigentlich schon und es ist gar nicht so kompliziert, ja, also ihr habt quasi, obwohl ihr noch offline seid, könnt ihr und das offline abspeichert, irgendwo auf der Festplatte, wie wir es gerade erklärt haben, nachdem ihr wieder online seid, könnt ihr von Binance an diese Adresse euer Geld senden und die war noch nie am Internet, die kennt niemand und die existiert aber. Ja, die existiert in der Blockchain und die ist noch nie irgendwo aufgetreten. Das ist quasi eine jungfräulich-freudige Adresse. Und dazu nochmal ganz kurz, eine kleine Story habe ich heute früh gelesen. Und zwar hat ja El Salvador jetzt offiziell tatsächlich den Bitcoin als Währung zugelassen. Das war beim ersten Tag von der Summit hier noch nicht so. Da haben sie es nur quasi bekannt gegeben, dass sie es machen wollten. Und inzwischen ziehen insgesamt sechs südamerikanische Staaten nach, die gerade drüber diskutieren, ob sie es auch machen sollen. Unter anderem Mexiko, Paraguay, Panama und so weiter. Und da hat heute früh jemand getwittert, dass wenn die das alle machen sollten, und ich glaube, da gibt es, also es wären insgesamt 250 Millionen Menschen oder mehr, keine Ahnung,
Das wären 6-mal so viele Wallets, wie aktuell existieren. Und das Coole dabei ist, es spielt keine Rolle. Du kannst unendlich viele Wallets erstellen. Jeder. Also es ist quasi unendlich viel Potenzial da. Wir können unendlich viele neue Konten, also Wallets erstellen. Das heißt, macht euch da keine Sorgen, dass es können nie zu viele sein. Ja, wenn ihr die Regeln beachtet und dann auch wieder daran kommt. Ja? So, ich hoffe, das war, also um das zu verstehen, das war der erste Schritt, um ein eigenes Wallet zu besitzen, in dem Fall jetzt ein Paper Wallet, so nennt sich das, und das Geld von Binance zum Beispiel an dieses Wallet zu senden. Okay? Und überprüfen könnt ihr es übrigens, ob es angekommen ist, weil ihr habt ja noch ein Papier. Wie soll man das denn überprüfen? Nochmal, das ist bestimmt die Frage, die kommt. Ihr kopiert euch den, die Kontonummer sozusagen, also den öffentlichen Schlüssel, und geht auf Blockchain Explorer zum Beispiel. Also das googelt das einfach mal. Das ist zum Beispiel blockchain.com, die machen das. Bitcoin.com, die machen das. Es gibt verschiedene Explorer und die zeigen einfach auf einer Webseite die gesamte Blockchain. Und da kannst du dann nach deinem Konto quasi suchen und dann siehst du sofort, ist da was drauf oder nicht. Das ist auch interessant, wenn man mal Private Keys verloren hat, kann man sich die ganze Zeit immer noch ansehen. Ach, guck mal, da liegen noch 2 Bitcoins, verdammt. Ich komme aber nicht mehr ran. Ist auch spannend. So, ich hoffe, dass das erstmal so ein bisschen die Frage geklärt hat. Ich wollte jetzt da gar nicht reingrätschen, aber ja. Ja, genau. Sollen wir auf die Fragen, die jetzt schon da sind, direkt eingehen oder erst später? Was würdest du sagen? Lass uns das immer erstmal zu Ende bringen. Wir machen zum Schluss noch mal eine Fragerunde. Also, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte in den Chat direkt reinstellen, und egal, wo ihr jetzt gerade zuschaut, die kommen auf jeden Fall bei uns an, und wir werden dann am Ende nochmal einzeln die Fragen durchgehen und vielleicht noch das ein oder andere, weil oft ist es so, wir machen jetzt erstmal zu Ende und dann sind vielleicht schon 2, 3 Fragen geklärt, und deswegen würde ich vorschlagen, genau. Perfekt. Ja, dann erkläre ich das nochmal vielleicht ein bisschen einfacher. Also ich habe teilweise ein bisschen Schwierigkeiten, das möglichst einfach darzustellen, aber im Prinzip gehen wir zur Hardware Wallet zurück, wie es ganz praktisch aussieht. Also man geht jetzt, entscheidet sich für eine Hardware Wallet. Meistens ist es dann der Ledger Nano S oder Ledger Nano X. Und man bekommt hier, das sieht aus wie ein USB-Stick, und man schließt die an den Computer an. Und klar, es wäre jetzt, also wegen der Warnung, okay, Hot Wallet, es ist kein Hot Wallet insofern, als dass das 2 verschiedene Komponenten sind. Das heißt, man kann die bedenkenlos an den Computer anschließen. Wird dann ganz entspannt durch die Installation geleitet und bekommt dann halt seinen Seed durchgegeben von der Wallet. Und genau, es gibt auch einen PIN, mit dem man die Wallet absichert. Das ist dann 6 bis 8 Stellen meistens. Genau, die kann man sich dann auch, also den wie bei einem Handy oder sowas, sucht man sich einfach dann einen PIN aus. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsstufe dann nochmal, also kann nicht schaden. Jedenfalls damit kann man sich dann einloggen in seine Wallet, sein Hard Wallet, schließt das an, bekommt diesen Seed, diese 24 Wörter durchgegeben, die muss man sich dann absichern, und mit diesen 24 Wörtern hat man immer Zugriff auf seine Wallets, die auf der Hard Wallet gespeichert sind, weil da sind mehrere Wallets drauf gespeichert. Ich kann jetzt eine Hard Wallet haben und darauf habe ich Zugriff auf auf Ether, auf Bitcoins, auf Cardano, auf alle möglichen Sachen, die halt unterstützt werden, genau. Und und deswegen ist es eben so wichtig zu sagen, okay, diesen Seed, diese 24 Wörter, die sind sozusagen mein Master-Passwort, das Passwort, mit dem ich auf alles andere zugreifen kann, die gut abzusichern. Und deswegen machen das viele eben nicht auf Papier, sondern direkt auf Stahl, weil sie da wissen, okay, in 50 Jahren kann ich mir die Stahlplatte noch keine Ahnung, aus dem verkohlten Haus holen und dann kann ich immer noch darauf zugreifen. Genau. Und was auch wichtig ist, falls die Hardware-Wallet jetzt verloren geht, kann ich mir jetzt ein neues Modell davon holen oder ich kann sogar eine Software-Wallet benutzen und kann mit diesem Seed, mit diesen 24 Wörtern immer darauf zugreifen. Genau. Das heißt, wenn ich meine eigene Bank bin, ist das sozusagen das Passwort, mit dem ich komplett in die Bank reinkomme, in alles, was ich möchte, und deswegen muss es auch so gut verwahrt werden. Und deswegen könnte man auch wieder sagen, hey, dieses Steel-Wallet, das teile ich irgendwie auf. Ich habe jetzt irgendwie 3 verschiedene Stahlplatten und auf jede oder 2. Und auf der einen Stahlplatte stehen die ersten 12 Wörter, auf der anderen Stahlplatte die anderen 12 Wörter. Und die tue ich nochmal bei anderen Orten, die deponiere ich bei anderen Orten nochmal. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ein Ferienhaus habe, ein normales Haus,
kommt die eine Stahlplatte ins erste Haus und die zweite Stahlplatte ins Ferienhaus, weil dann kann jemand, der jetzt sagt, oh, ich bin ein Einbrecher, ich breche ins Ferienhaus ein und dann habe ich eine Stahlplatte, ich weiß genau, was es ist, aber ich kann es trotzdem nicht verwenden, weil ist ja nur die eine Hälfte davon. Genau, so kann man es absichern oder man kann sagen, okay, ich hinterlege es auch in einem Bankschlossfach beispielsweise, wo dann wieder die Sache ist, okay, wo hinterlege ich das, vertraue ich der Instanz, wo ich es hinterlege, ist auch wieder Geschmacksfrage so ein bisschen. Da kann man halt ziemlich viel rumprobieren und überlegen, was ist für mich der beste Weg. Aber als Standard reicht es erstmal zu sagen, okay, ich nehme eine Hardware-Wallet. Und eventuell, was halt die Alternative ist, ist zu sagen, ich lasse es auf der Börse liegen, ich lasse es auf Binance beispielsweise liegen, weil Binance ist mittlerweile auch relativ gut abgesichert. Also alle, die sich da einloggen, kennen das. Oder generell Börsen sind mittlerweile relativ gut abgesichert. Und genau, also man muss sich auch ein bisschen vor sich selber schützen. Das heißt, entweder man sorgt dafür, dass man das Passwort, die Seed Phrase auf gar keinen Fall vergisst oder gibt auch diese Aufgabe, die Verantwortung, aber damit auch ein bisschen die Freiheit an eine Börse ab, die das halt für einen verwaltet, die halt die Wallet für einen speichert und ja, kann damit ein normales Passwort noch zugreifen. Ja, genau an der Stelle, Entschuldigung, würde ich gern mal noch was anderes einwerfen. Denn das mit den Börsen ist auch keine dumme Idee. Ich habe auch viele Wallets auf Börsen und da liegt auch echt Geld drauf. Denn das, also ein Verwalter sozusagen, wenn man jetzt so will, ein Verwalter für dein Geld, hat auf der einen Seite dasselbe Problem, was eine Bank hat, die kann pleite gehen und dann ist das Geld weg. Auf der anderen Seite hat sie aber die Möglichkeit, zum Beispiel das Erbe zu regeln. Das heißt, also man muss ja auch mal drüber nachdenken, in deinem Fall jetzt, du hast deine zwei Stahlplatten da liegen und niemand weiß, dass es so ist. Wenn es dich nicht mehr gibt, weil du einen Unfall hast oder sonst irgendwas, dann ist das Geld futsch für immer. Ja, und wenn du quasi an deine Familie, du bist vielleicht verheiratet, hast Kinder, willst das Geld vererben, muss man sich schon Gedanken darüber machen, wie kann ich denn dieses Geld vererben? Und es wird an Lösungen gearbeitet, wie das auch über die Blockchain funktioniert. Ich wüsste jetzt noch keine, wo das wirklich funktioniert. Es gibt auf jeden Fall gute Ansätze. Aber Börsen, also Börsen, die reguliert sind, zum Beispiel Binance und so weiter, da geht das schon. Da kann man nämlich einen zweiten Zugriffs, also per KYC, also man muss sich ja quasi also Know Your Customer ausweisen, man macht über die Kamera so ein Verfahren mit und so weiter. Das heißt, es ist ganz klar, wer ich bin. Es sind ganz klar meine Daten hinterlegt, mein Ausweis ist hinterlegt und so weiter. Und so kann man dann auch eine zweite Zugriffsperson oder einen zweiten Zugriffsberechtigten hinterlegen, zum Beispiel eben meine Frau, die im Falle der Falle, wenn was passiert, an das Geld herankommt. Und das finde ich schon, dass man da langsam auch mal anfangen sollte. Ich weiß, das ist noch alles relativ jung mit dem Blockchain, aber ich hatte schon mehr als einmal den Fall, dass mich Menschen gefragt haben, Mensch, mein Sohn, also in einem Fall war es vor ein paar Jahren, mein Sohn ist gestorben und der hat da, keine Ahnung, der hatte da 50, 60 Bitcoins und die Mutter wusste einfach nicht, wie sie da rankommen soll. Und das ist echt ein Problem, weil er ist natürlich auch so safe auf seinem Computer oder im Papier verwahrt hat, du konntest halt nichts wegschmeißen. Also du musstest halt alles aufbewahren, weil du wusstest nicht, ist da nicht vielleicht doch noch irgendwo ein Private Key dabei oder ein Code zum Private Key und so weiter. Und darüber müssen wir uns auch langsam mal anfangen, Gedanken zu machen. Solltet ihr auch machen, also bei aller Sicherheit, es gibt eben nicht mehr die Bank, wo man offiziell hingehen kann und sagen kann, hier, der ist gestorben, ich will jetzt das Geld von ihm oder von ihr, sondern wir müssen uns selbst diese Gedanken machen, ja. Und ja, und dafür sind eigentlich Börsen jetzt in dieser Übergangsphase eigentlich ganz gut geeignet. Genau. Ja. Ja, ich, hast du noch was zu ergänzen bezüglich Hardware-Wallets? Nee, ich glaube, bei den Fragen kommen dann die restlichen Themen automatisch mit, wenn wir darauf eingehen. Ja. Genau. Also was man vielleicht noch sagen soll, es gibt nicht nur Ledger, es gibt ganz, ganz viele andere auch. Und es ging vor einem halben Jahr oder so, wurde Ledger auch mal gehackt. Das heißt nicht, dass die an eure Private Keys rangekommen sind, das heißt nur die E-Mail-Adressen und die, ich weiß gar nicht, E-Mail-Adressen oder irgendwas anderes noch, wurden tatsächlich ausgelesen. Und das heißt, man wusste schon mal, welche E-Mail-Adresse besitzt ein Ledger, und da macht man in der Regel als Hacker, setzt man eine E-Mail auf, verschickt an alle E-Mail-Adressen, es gibt ein Problem mit deinem Ledger, log dich mal hier ein, und schon hat man dann auch die Zugangsdaten, also so ein sogenanntes Phishing. Und genau, es gibt verschiedene
Bitbox, also ich bin ja ganz genau. Genau, da kann ich noch was zu sagen. Bitbox, das Interessante an Bitbox ist, also die haben auch eine allgemeine Bitbox, aber die meisten benutzen eine Bitbox, die wirklich nur für Bitcoin da ist. Und die Sache ist nämlich, also man kann sich vorstellen, wenn eine Hardware-Wallet relativ kompliziert ist und sehr, sehr viele Kryptowährungen bedienen muss, dann ist auch der Code relativ umfangreich. Und je umfangreicher der Code ist, desto mehr Schwachstellen können darin auftreten. Und das sorgt dafür, dass, also wir sind jetzt hier eh bei einem super, super hohen Sicherheitslevel, aber es sorgt dafür, dass Ledger ein bisschen, also dass Hardware-Wallets, wo man viele Kryptowährungen drin lagern kann, ein bisschen unsicherer sind als welche, wo man jetzt nur Bitcoin drin lagern kann. Und da bietet Bitbox halt einen super Service an. Also die sind, wenn man eh sagt, ich halte den Großteil in Bitcoin, dann ja, kann ich da, genau wie Florentin es auch, Bitbox sehr empfehlen. Okay, genau, das wollte ich nur gesagt haben, dass es auch echt viele andere Anbieter gibt. Das soll hier keine Werbesendung werden für einen bestimmten Anbieter. Aber Ledger ist tatsächlich durch ihr Affiliate-System relativ schnell und weit verbreitet worden und denke ich auch, ist auch relativ bequem. Also es gibt auch nicht die Riesenunterschiede zwischen den ganzen Anbietern. Was man dann noch erwähnen sollte, ist, dass inzwischen auch Banken und Firmen auf die Idee gekommen sind, im Auftrag ihrer Kunden das Geld zu verwahren. Das ist jetzt ganz besonders in sozusagen, seitdem institutionelle Investoren reingehen, weil denen ist das selbst auch zu heiß, keine Ahnung, da hunderte Millionen auf einem, keine Ahnung, auf irgendeinem Stick zu halten und so weiter. Und es gibt tatsächlich Serviceanbieter in der Schweiz, in Österreich, auch in Deutschland, die halt das für dich übernehmen. Das heißt, du sendest halt die Bitcoins an die. Das ist wieder wie bei einer Bank. Du musst denen halt eben dann vertrauen. Und die speichern das tatsächlich auch auf Hardware-Wallets ab. Die legen es aber wiederum in einen Safe irgendwo im Berg eingegraben. Ich glaube sogar Schutz vor Atombomben und sonst irgendwas. Also da gibt es schon interessante Geschäftsmodelle, die dadurch jetzt entstehen, weil die Sicherheit wirklich, wirklich ein Problem ist. Ja. Und ja, ich finde, dazu ist alles gesagt. Nochmal ganz kurz der Hinweis darauf, für alle, die nicht angemeldet sind offiziell, sondern die einfach irgendwo jetzt, was heißt irgendwo, also vielleicht über unseren YouTube-Kanal und so weiter zuschauen. Wenn ihr euch anmeldet mit eurer E-Mail-Adresse auf cryptopia.cash, dann erhaltet ihr automatisch eine E-Mail mit einem Zugang zu einem kostenlosen Anfängerkurs Kryptowährung und darin gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Sicherheit, zum Thema Hardware-Wallets und so weiter und so weiter. Was aber auch nicht schlecht ist, ist, sich dieses Video vielleicht noch ein zweites Mal anzusehen und vor allen Dingen das nochmal mit den 5 Stufen der Sicherheit und ja, sich das nochmal ganz genau anzusehen, vielleicht mitzuschreiben, was ich ja auch immer empfehle und das umzusetzen vor allen Dingen, weil es nützt euch, das beste Wissen der Welt nützt euch nichts, wenn ihr es nicht umsetzt. Ja, und da kommen wir jetzt auch direkt in die Fragerunde und ich fand vor uns eine Frage wunderbar, die klar mehr oder weniger jetzt beantwortet wurde, aber ich hole sie nochmal mit rein. Nämlich, hast du für die 100 Wallets auch 100 verschiedene Passwörter? Natürlich. Genau das, darüber haben wir ja gesprochen, dass wir halt Passwortphrasen benutzen und ja eben einen einfachen Zugang haben und trotzdem eine hohe Sicherheit. Ja, also klar, auf jeden Fall, jeder Zugang ist ein anderer Zugang. Also es gibt nicht ein Passwort für alles. Das wäre ein riesiges Sicherheitsrisiko. Deswegen machen wir das auf gar keinen Fall. Genau. Könnt ihr bitte auf die... Ich gucke einfach gerade die Fragen durch. Wenn du noch was ergänzen willst, Alex, dann gerne. Mhm. Genau, könnt ihr bitte auf die Stick-Sicherung eingehen? Es sind Hardware-Wallets, oder? Ja, also Stick, also ein USB-Stick ist was anderes als ein Hardware-Wallet. Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen rausgekommen. Mhm. So ein Hardware-Wallet ist eben speziell zur Sicherung deiner Private Keys da. Da ist halt, also es hat eine höhere Sicherheitsstufe einfach. Und ein ganz normaler USB-Stick ist halt ein ganz normaler USB-Stick. Ne? Also, das kann ich auch gerne noch mal ein bisschen näher erläutern. Und zwar, das Tolle an Hardware-Wallets ist, also die sind, die können, also die bestehen erstmal aus 2 Teilen. USB-Stick besteht nur aus einem Teil innen drin und darauf ist der Zugang zum PC oder so geregelt. Und das ist ja das Gefährliche daran.
Und bei einer Hardware-Wallet ist es aber so, dass die aus zwei separaten Teilen besteht. Das heißt, der eine Teil, der regelt den Zugang zum PC und der andere speichert jetzt die Passwörter. Das heißt, selbst wenn ein Hacker auf euren Computer Zugriff hat und merkt, hey, cool, da wird ein Ledger Nano S eingesteckt, kann er die Passwörter, die Private Keys nicht auslesen. Das ist das Tolle daran. Und genau, und deswegen ist es wirklich ein Riesenunterschied zwischen Hardware-Wallet und USB-Stick. Und vor allem Hardware-Wallets, die können signieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Transaktion mache, dann wird praktisch angefordert, dass ich das durch mein Passwort signiere sozusagen. Und das Hardware-Wallet erledigt das automatisch für mich. Das heißt, es sind eben nicht nur USB-Sticks, sondern wenn ich jetzt eine Transaktion abschließe, kann mein Hardware-Wallet das praktisch für mich erledigen. Und ich brauche einfach nur Zugang zum Hardware-Wallet und das regelt das dann, genau. Super, danke. Das war mir auch neu, dass das zwei Stufen hat. Das ist schon nicht schlecht. Das ist gut. Ja, hier kommt noch eine Frage. Und zwar, ist das die Sicherheit und so weiter angreifbarer oder vergleichbarer von der Sicherheit? Da muss ich ganz ehrlich eines mal erwähnen. Das ist mit allen Dingen im Leben so. Und zwar, die sicherste Variante ist die, bei der du nachts durchschlafen kannst. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, vergiss es. Ein Paper Wallet kann auch geklaut werden. Und deine Stahlplatten können auch geklaut werden. Und dein Hardware Wallet kann auch geknackt werden. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber wenn du dich da mal mit wohlfühlst, dann ist es sicher genug für dich. Ja? Der eine, der sagt, ich brauche die 5 Stufen und dies und alles kompliziert und muss es ganz kompliziert machen. Wenn er sich damit wohlfühlt, dann soll er es machen. Der andere sagt, ach, weißt du was, ein Passwort zu meiner MetaMask reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Ja, also ein richtig guter Indiz, das gilt auch generell für den Umgang mit Geld und so weiter. Zum Beispiel, wenn ich 10 Bitcoins auf einem Wallet habe, kann ich dann noch nachts gut schlafen? Oder will ich lieber 10 Wallets mit jeweils einem Bitcoin haben? Kann ich dann besser schlafen? Also macht's einfach als Indikator davon aus, wenn ich gut schlafen kann, dann reicht die Sicherheitsstufe für mich zumindest völlig aus. Ja. Also ich glaube, ich könnte mit 10 Bitcoins so oder so ziemlich gut schlafen. Und ich glaube auch, worauf die Frage so ein bisschen abzielt, also okay, was soll ich jetzt machen, wie soll ich in Aktion treten? Also guck dir auf jeden Fall das Video dann nochmal an. Und so als grundlegender Tipp ist, desto kälter ein Wallet ist, desto weniger es mit dem Internet in Verbindung kommt, desto sicherer ist es. Und Hardware-Wallets sind da eigentlich so auch nicht ohne Grund so ein bisschen der Standard. Das heißt, die sind genau zwischen dem, also wie pragmatisch und wie sicher ist es, die sind so sehr gut bei diesen Sweet-Spots, sind sehr pragmatisch und gleichzeitig ziemlich sicher. Also das ist, glaube ich, so für Anfänger absolut gut. Oder eben, dass man auch sagt, okay, selbst so Börsen sind ziemlich sicher. Gerade wenn ich jetzt über viele verschiedene Börsen gehe, oder gerade auf dezentrale Exchange, die jetzt immer mehr kommen, ja, ist man auch eigentlich gar nicht so unsicher, was das angeht. Also, das absolut. Ist, ja. Absolut. Dann gibt es noch eine Frage von Fabienna. Könnt ihr bitte die beiden letzten Seiten zur Sicherung hier reinschreiben? Und zwar ging es da einmal um Mega, das hat nämlich der 123 Likos reingeschrieben, Mega.nz, das war die eine von Kim.com, von dem man halten kann, was man will. Und die andere habe ich noch dazu geschrieben, das war InterNXT.com. InterNXT.com. Könnt ihr euch gerne mal reinlesen, mal ansehen und auch da wieder trefft eure eigene Entscheidung. Ne? Also wir sagen euch nicht, was ihr tun sollt, sondern wir sagen euch nur, was ihr tun könnt. Tun, am Ende müsst ihr es selbst. Ja? Und ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal eingeblendet. Ledger.com ist natürlich die Plattform oder die größte, ist der größte Hardware-Wallet-Hersteller der Welt sozusagen. Genau. Ansonsten sehe ich jetzt hier, Moment, welches war es aus eurer Erfahrung? Sagen Sicherheit, ach so, hier. Und zwar von Flo, ja, ich kann es nicht lesen. Muss ich zu viel reininterpretieren, was das heißen könnte. Aber jedenfalls, welches Wallet ist aus eurer Erfahrung in Sachen Sicherheit und Usability im ETH-Bereich zu empfehlen? Also ich habe tatsächlich einen Favoriten. Hast du auch einen?
Ja. Ja, weil welches? Also bei mir wäre es entweder, es gibt Bitcoin, Bitbox, wo man auch Ether mit versenden und speichern, so die Keys, wo man also die sich auch für Ether eignen, und sonst ja Ledger Nano S oder Ledger Nano X. Genau. Ja, du bist so voll der Hardware-Wallet-Fan. Ich bin so der Software-Wallet-Fan und ich liebe MetaMask. Ja, das mag von der Sicherheitsstufe her nicht so hoch sein, weil, also es ist von der Sicherheit, das ist im Browser installiert. Das heißt also, du installierst dir zum Beispiel in Google Chrome bei mir jetzt in deinem Browser eine Browser-App und das Coole dabei ist, dass die sich direkt mit irgendwelchen Webseiten verbinden kann. Das heißt also, du gehst zum Beispiel auf deine Börse und willst da Geld hinüberweisen, du verbindest einfach die MetaMask mit der Börse und kannst direkt Geld rüberschieben. Oder du bist zum Beispiel bei irgendeinem Swap-Service, also wo du Coins einfach swappen kannst, also quasi aus dem einen Coin einen anderen Coin machen kannst, der verbindet sich automatisch mit der MetaMask. Oder wie aktuell fast täglich, du machst eine IDO mit und verbindest deine MetaMask und kannst dann sofort die Coins kaufen über MetaMask direkt. Und ja, also das heißt, da gibt es nur die Sicherheitsstufe Computerpasswort, dann gibt es die Sicherheitsstufe das Passwort für die MetaMask und mehr nicht. Das sind schon die beiden Sicherheitsstufen. Ne? Und ja, also das heißt, jemand, der den Computer klaut und der vielleicht herausfinden kann, wie das Passwort meiner MetaMask ist, der könnte theoretisch da relativ schnell zugreifen. Also es ist nicht die höchste Sicherheit. Aber für mich ist es extrem bequem, gerade jetzt, wo man eigentlich jeden Tag ran muss und jeden Tag den ein oder anderen IDO mitmachen muss. Oder Ah, machen genau, muss. was vielleicht auch noch wichtig ist, also die Sache, was ich finde, die Frage sehr gut, weil hier ja zwei Pole besprochen werden: einerseits Sicherheit, andererseits Usability. Das widerspricht sich ja teilweise ein bisschen, weil desto mehr ich das nutze, desto unsicherer wird es per Definition, weil eben diese Hotness vom Wallet das Problematische sein kann. Also je mehr ich das benutze, desto mehr können auch extern theoretisch Leute Gelegenheit darauf zuzugreifen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich hodle meine Bitcoins jetzt kaum für 12 Jahre und nur zweimal mache ich überhaupt irgendetwas mit denen in diesen 12 Jahren, dann ja haben Leute, die da hinterher sind, nur zweimal insgesamt überhaupt die Möglichkeit, da was mitzumachen. Aber es ist natürlich nicht so, also wenn ich das, wie Marco jetzt schon beschrieben hat, sehr aktiv benutzen möchte, dann ja eignet sich natürlich auch etwas unsichere Varianten in Kauf zu nehmen, weil man es eben halt ja benutzen möchte. Und gerade wenn man es damit kombiniert, dass man sagt, okay, ich packe nicht alles auf eine Sache, dann ja, ist es schon ein Stück weit sicherer. Ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 100 Euro auf jede Wallet, die ich jetzt gerade nicht als Hardwallet habe, drauf habe, dann ist es erstens unwahrscheinlich, dass irgendeine davon überhaupt gehackt oder was auch immer wird. Und wenn es passiert, ja gut, dann sind halt 100 Euro weg. Das wäre jetzt verkraftbar. Genau. Ich habe noch einen Tipp, den habe ich gar nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber der ist mir jetzt gerade eben eingefallen. Was ich seit Anfang diesen Jahres tatsächlich praktisch umgesetzt habe, und zwar habe ich zwei Handys. Ich habe einmal ein Handy, das ist nur für Social Media. Und dann habe ich ein Handy, ein zweites Handy, da sind meine ganzen Wallets drauf. Das heißt, mal unabhängig davon, ob ja, du jetzt mit dem Computer da Wallet hast, ob du keine Ahnung, das auf einer Festplatte hast und so weiter. Die Usability sagt uns ja, mach dir eine App, da geht es am einfachsten, da kannst du mal hier bezahlen, mal dort Geld hinüberweisen und so weiter. Ja, mache ich. Ich habe aber Social Media und meine Wallets getrennt, weil, und das ist jetzt besonders bei Instagram und Facebook, glaube ich, WhatsApp. Die haben eine Änderung in den RGBs gemacht Anfang des Jahres, dass sie jetzt das Recht haben, auf Apps zuzugreifen, die auch auf dem Handy installiert sind. Und da muss ich sagen, natürlich wahrscheinlich nicht auf die Krypto-Apps, das ist mir wahrscheinlich klar. Denen geht es eher darum, dass sie halt die Daten zwischen WhatsApp und Facebook oder so auslesen und austauschen können. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Stufe, wo ich sage, okay, das will ich nicht unbedingt. Ja. Und ich meine, letzten Endes ist es eh so, dass wir alle 2 Jahre spätestens ein neues Handy haben. Dann behält man halt das eine und hat dann eben da nur, also das, was man mehr nutzt halt. Wenn man mehr die Wallets nutzt, würde ich da das neuere Handy dafür nehmen.
wenn ich mehr Social Media nutze wie bei mir, nehme ich eben für Social Media das neuere Handy und halte in dem alten noch die Wallets. Also das tatsächlich ist so ein Tipp, der auch für mich, oder das ist so eine Praxis sozusagen, den ich für mich erst jetzt seit Anfang dieses Jahres umgesetzt habe, wo ich besser schlafen kann. Ganz einfach. Also das ist jetzt mein Level, wo ich sage, da kann ich besser schlafen. So, dann gab es cool. Nochmal die Frage, stell bitte mal die URL von dem Paper Wallet Generator rein. Und ja, vielen Dank, das hat dann direkt funktioniert. Also es ist übrigens mal generell, ne? Weil wenn ihr anfangt, euch mit Kryptowährungen, mit Sicherheit und so weiter auseinanderzusetzen, sucht euch irgendwo eine Community, wo ihr Fragen stellen könnt. Ja, also bei den Geldhelden zum Beispiel, in der Geldhelden-Community treffen wir uns zweimal in der Woche, einmal dienstags und einmal heute. Heute um 11 ist ein Stammtisch gewesen. Das ist wirklich ein Stammtisch, das heißt, da gibt es verschiedene Tische und auf jedem Tisch steht so ein Thema halt drauf, zum Beispiel eben Kryptowährung. Und da kann man sich einfach virtuell an diesen Tisch setzen und kann sich mit Gleichgesinnten austauschen, vielleicht eben zu dem Thema Kryptowährung, Sicherheit. Und also macht das nicht alleine. Wenn ihr im Freundeskreis Leute habt, mit denen ihr euch austauschen könnt, dann macht das. Ja, also verbindet euch mit anderen Menschen, weil das ist einfach in der Natur von den Menschen, dass wir von anderen lernen. Und am besten, ich sage immer, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas erreichen willst, zum Beispiel du willst Millionär werden, weil du bist noch keiner, umgib dich einfach mit 5 Millionären, also mit vielen Millionären, so vielen wie es geht, und du wirst von ganz alleine Millionär, weil du lernst einfach die richtigen Sachen. Ja. Und das Gleiche ist eben, wenn du deine Kryptowährung absichern willst, umgib dich halt mit Leuten, die vielleicht schon lange in Kryptowährung drin sind, und da lernst du halt einfach Sachen, die du vielleicht in Büchern oder im Internet eben nicht so liest oder auf die Idee, wo du auf die Idee noch gar nicht kommst. Ja, dann gibt es noch eine Frage, gibt es mittlerweile ein Wallet mit Fingerabdruck? Sehr spannend. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, vor allem deshalb, weil der Fingerabdruck eigentlich sehr, sehr viele Sachen für ein Passwort eigentlich sehr, sehr gut erfüllt, weil er unglaublich einzigartig halt ist. Jeder Mensch hat nur einen spezifischen Fingerabdruck, deswegen ist es perfekt dafür geeignet, und ja, gibt es. Also es gibt verschiedene Lösungen. Ich kenne mich damit jetzt nicht so im Detail aus, aber ich weiß ungefähr, wie es abläuft. Also man hat dann, teilweise gibt es die auch für 120 € oder so. Man hat dann so eine Art Karte, auf die scannt den Fingerabdruck ein, und die ist dann verbunden. Ich glaube, das funktioniert teilweise sogar über Bluetooth mit dem Handy. Und da kannst du dich dann so einloggen, genau wie wenn du jetzt so ein Bank-Login hättest oder so etwas, wo du immer so einen Code auf dein Handy geschickt bekommst und den dann eingeben musst. Kannst du halt einfach auf diese Karte deinen Finger draufhalten und kannst so Zugriff in eine Wallet haben. Also ja, genau. Ja, es ist ja auch inzwischen schon in den Computern und auch in den Handys eingebaut per Gesichtserkennung, was ja ähnlich ist oder sogar noch besser ist als ein Fingerabdruck. Das heißt also, wenn du ein Wallet auf, zum Beispiel wie ich es habe, auf einem Zweithandy hast, oder viele Wallets auf einem Zweithandy hast, und dieses Handy ist zum Beispiel bei mir immer ausgeschaltet. Das heißt, also ich schalte das nur an, wenn ich es wirklich brauche. Als genau das Gegenteil von dem, was ich hier mit dem MetaMask-Wallet mache. Und da hast du ja quasi das schon mit eingebaut, weil die Handys das heutzutage eigentlich alle können, ne? Diese 3D-Face-Erkennung oder beziehungsweise Fingerabdruck. Ne? Genau, dann kommt noch eine Frage von Frank, das kann ich lesen. Gibt es die Möglichkeit, bei Ledger Nano S eine kurze BTC-Wallet-Adresse einzustellen? Ich weiß nicht, was er damit meint. Wenn ja, wie macht man das? Also ich denke mal, einzustellen, du meinst eine neue Wallet-Adresse zu generieren. Das weiß ich nicht. Das geht auf jeden Fall. Also du kannst, ich weiß nicht, was du mit kurze meinst, weil Bitcoin oder Adressen sind halt immer vom gleichen Format, aber du kannst relativ einfach neue Wallets erstellen. Du kannst einfach, also wenn du den Ledger benutzt, dann sind da sowas wie Apps drauf, die du auch so physisch anwählen und durchklicken kannst bei diesem Ledger. Und da kannst du dann zum Beispiel auf Bitcoin gehen und da dann eine neue Bitcoin-Wallet erstellen. Und du kannst auf deinen Ledger dann, keine Ahnung, 10 verschiedene Bitcoin-Adressen locker speichern, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ja, ist ganz easy.
Genau, dann noch eine Frage. Und ich kann auf das Wallet, das ich offline erstellt habe, sofort verschiedene Coins übertragen. Klingt abstrakt. Ja, aber genau das geht. Also genau in dem Augenblick, wo du es erstellt hast, offline, obwohl es nie online war, kannst du Coins überweisen, die liegen da, alles toll. Nur wenn du sie wieder runterholen willst, dann musst du ja irgendwo ja, eine Überweisung machen. Also du musst irgendwie, du brauchst einen Senden-Button sozusagen. Dann musst du halt quasi ja, die Coins irgendwo, also du musst dieses Wallet, ja, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Also mit dem Paper Wallet hast du es jetzt drauf gespeichert sozusagen, also du hast den Zugang. Das liegt ja eh auf der Blockchain. Wenn du dann aber wieder ran willst, an diese, also wenn du sie diese runterziehen willst, dann musst du deine Private Keys in irgendein Wallet eingeben, also dir ein neues Wallet. Jetzt kommen wir nämlich durcheinander mit den Begriffen. Also es gibt eine App, in die du quasi entweder ein neues Wallet erstellen kannst, wie bei der Frage zuvor jetzt gerade, beim Ledger Nano S, oder du kannst dieses Wallet einlesen. Ja, entweder du erstellst ein neues oder du kannst es einlesen. Und in dem Fall, jetzt, du hast da Bitcoins drauf, in 5 Jahren oder so, nimmst du einfach deine App, mit der du halt deine Bitcoins hältst und sagst, ich würde gerne ein neues Wallet einlesen und liest das 5 Jahre alte Wallet ein und hast deine Bitcoins dann da drauf. So funktioniert das. So, dann von Fabienna. Ergänzung Thema Sicherheit. Es gibt nur zwei tägliche Sicherheiten. Tatsächliche Sicherheit. Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir alle werden diesen Planeten auch wieder verlassen. Ja, Dankeschön. Ja, ich glaube, Albert Einstein hatte mal gesagt, das passt jetzt irgendwie nicht dazu, aber okay, ich sage es trotzdem, weil ich es angefangen habe. Nur zwei Dinge sind unendlich. Das ist einmal das Universum und die Dummheit der Menschheit. Oder die Dummheit der Menschen, so hat er es gesagt. Und bei dem Universum wäre er sich noch nicht so sicher. Also es sind einfach so Sprüche. Im Grunde, ja, im Grunde gibt es keine Sicherheit in diesem Sinne. Klar, wir werden alle sterben, das ist sicher, so, genauso sicher, wie wir geboren wurden, sonst wären wir nicht hier. Aber ansonsten ist nichts sicher und alles, was da kommt, alles, was einem zufällt, sozusagen, der Zufall, ist genau richtig und passiert auch zur richtigen Zeit. Und genauso wie ich halt meine Erfahrung gemacht habe mit, dass bei uns halt 110.000 Euro damals vom Wallet verschwunden sind. Deswegen kann ich jetzt ganz locker über 5 Sicherheitsstufen, vielleicht sogar 6 reden, wie man Kryptowährungen absichert. Ich weiß nicht, ob mir ein Video oder eine Ausbildung, ob die mich auf dieses Level gebracht hätte, dass ich das so durchdenken kann. Oder ob erst dieser große Schmerz da sein muss, damit man sich darum mal kümmert. Ne? Also so viel ist sicher. Und es gibt noch eine Sicherheit, dümmer werden geht nicht. Also von daher, ihr könnt eigentlich nur immer was dazulernen. So, jetzt steht hier, ich nutze Exodus mit My Ether Wallet. Auch super, kann ich auch empfehlen. Exodus habe ich auch tatsächlich. Das ist ein ja, relativ bekanntes Wallet, auf dem man sehr, sehr viele verschiedene Kryptowährungen halten kann und das sehr einfach auf dem Handy funktioniert. Jetzt steht hier noch eine Frage von Mikey. Geldhelden, bitte, wann ladet ihr denn jetzt eure Videos auf die Plattform hoch? Das verstehe ich nicht ganz, die Frage. Wenn du den, das Paket gekauft hast, ich blende es mal ganz kurz ein, dieses Paket, ja, unter geldhelden.org/ccs. Wenn du das gekauft hast, dann erhältst du Zugriff auf alle Aufzeichnungen, also auch auf dieses Video hier, innerhalb des Paketes. Ja, jetzt kann es sein, dass noch nicht alle aktualisiert sind. Ich gucke mir das jetzt gleich mal danach an und werde die aktualisieren, bis zu dem letzten Video jetzt. Aber spätestens am Montag dann, wenn der ganze Stress sozusagen vorbei ist mit den ganzen Live-Workshops, und wir die Muße haben, werden wir dann natürlich alles auf neuesten Stand bringen. Das Einzige, was nicht sofort verfügbar ist in dem Paket, sind die 10 Millionen Coins von Nick, also von freibier.io, und die 100 Millionen Coins von moneyhero.io. Denn da warten wir bis zum 30.04. Und zwar, ich erkläre das auch ganz kurz, es gibt die Möglichkeit, in Deutschland, das kann man auch nicht abstellen, obwohl ihr schon Zugriff auf alle Daten bekommt, gibt es die Möglichkeit,
innerhalb von 14 Tagen von dem Verkauf, weil es digital stattgefunden hat, zurückzutreten. So, dann, das heißt, ihr hättet theoretisch dann schon Zugriff auf die Coins, obwohl ihr euch das Geld zurückholt. Theoretisch, ja. Es macht kaum jemand, ist auch mega unfair eigentlich, weil ihr ja schon die ganzen Daten bekommt. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir erst am 30.04., nämlich nach Ende dieser Frist, diese Coins auf alle bis dahin verbleibenden Käufer ausschütten. Und das ist wahrscheinlich das Wertvollste auch, was ihr bekommt. Also unabhängig davon, dass das ganze Paket 10.937 Euro wert ist, das ist der Wert der Coachings, der Videokurse, der Beratungen und alles, was da noch so drin ist. Der Wert der Coins, den kann man gar nicht beziffern, weil wie beim Bitcoin, ja, stell dir vor, du hättest den Coin damals für 0,001 Cent gekauft, ja. Ja, kann sein, dass Money Hero oder dieser Freibier-Coin, dass die halt auch in einem Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren vielleicht mal 10 Cent wert sind pro Coin oder 1 Euro oder wie auch immer. Ne? Und dann ist es richtig, richtig, richtig bei 100 Millionen. Überleg mal, stell mal vor, der ist 1 Euro wert und wir geben gerade 100 Millionen von den Coins da rein. Ne? Das kann eine riesige Summe sein. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Kann auch sein, dass er sich irgendwo bei wenigen Cent oder weniger als 1 Cent einpendelt. Werden wir alles sehen. Genau, aber wenn ihr dieses Paket gekauft habt, habt ihr auf jeden Fall sofort Zugriff auf die Aufzeichnungen. Und wenn dann noch der ein oder andere fehlt, dann werde ich das jetzt gleich noch nachliefern. So, gibt es einen Telegram-Chat? Genau, es gibt zwei. Und zwar einmal einen deutschsprachigen. Das ist Telegram, ich weiß nicht, wie das ist mal me.telegram oder irgendwie so. Geldhelden, also such einfach mal nach Geldhelden. Dann müsstet ihr das finden. Und dann gibt es noch einen zweiten, den kann ich mal reinschreiben. Da müsstet ihr nach Money Heroes Coin. Da war da Money Hero und so war da alles schon weg. Aber ich blende es auch mal ganz kurz ein. Wenn ihr danach sucht, Money Heroes Coin, dann kommt ihr in den englischsprachigen Chat. Ja, also einmal nach Geldhelden suchen und einmal nach Money Heroes. So, und dann hier noch eine Frage zur Technik. Gibt es eine Videoaufzeichnung in Full HD? Die Aufzeichnung passiert jetzt aktuell live so in dieser Qualität, wie sie jetzt ist. Ich habe keine Ahnung, ob das Full HD ist. Ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall HD ist. Ja, aber ich denke mal, dass der Inhalt viel wichtiger ist als jetzt die Auflösung des Videos. Von daher sollte das alles möglich sein. Sehr schön. Okay, also ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, von daher kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, Alex. Hat sehr Danke viel Spaß. Dir auch. Danke auch an alle, die jetzt noch mit drin sind. Ich hoffe, ihr nutzt dieses Wissen. Ich hoffe, ihr setzt es direkt um und ja, macht eure ja, Erfahrungen, eure eigenen Erfahrungen, auch mal mit einem Paper-Wallet, auch mal mit einem Hardware-Wallet, testet ruhig mal mehrere Sachen aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, testet mal alles, schaut, wo ihr euch am wohlsten fühlt und dann legt einfach los. Machen ist das neue Wissen. Denn nicht machen, ja, kommt ihr keinen Schritt weiter. Machen, auch kann man auch mal Fehler machen, das gehört einfach dazu. Aber mit Fehlern kommt man weiter, man hat was gelernt, man weiß, wie es nicht geht und weiß dann auch besser, wie es geht. Von daher, in diesem Sinne, alles, alles Gute. Macht euch noch einen schönen Samstag. Wir haben heute noch einen Workshop, der um 15 Uhr stattfindet. Und ansonsten geht es dann morgen weiter um 9 Uhr mit mit dem Award. Also wir werden morgen um 9 Uhr mal schauen, wer der Kryptoheld 2021 wird, wer da die meisten Stimmen bekommen hat und werden dann nochmal so ein kleines Resümee machen und auf das Gewinnspiel nochmal eingehen und so weiter. Seid gespannt. Ansonsten alles, alles Gute. Denkt dran, das Paket ist nur noch bis morgen Abend 24 Uhr oder morgen Nacht 24 Uhr verfügbar. Also wenn ihr das kaufen wollt, macht es lieber jetzt, bevor es zu spät ist, bevor ihr das verpasst. Und ja, von meiner Seite war es das. Noch abschließende Worte, Alex? Ja, danke, dass ich hier sein durfte. War mega cool. Und auch wieder danke an den Chat. Ich finde immer super, dass ihr so aktiv diskutiert. Ist voll cool. Ja, das finde ich auch mega, mega, mega cool. Also es ist echt viel los und so viel positives Feedback. Also vielen, vielen Dank. Auch heute kam so geiles Feedback von zwei Pärchen, die
das Paket gekauft haben und die sich den ersten Kurs angesehen haben und sich sofort bedankt haben, gesagt, wow, so viel gelernt und so weiter. Also mega, mega geil. Ich kann es nicht nur empfehlen, sondern auch die, die gekauft haben, können es empfehlen. Von daher sehen wir uns in einem der nächsten Workshops. Alles Gute und bis bald. Macht's gut, ihr Lieben.